Es ist wieder Zeit für ein bisschen Skill Special Force 2 und diesmal war ich mit der Galil unterwegs und habe ein paar Infos für euch mit am Start. Moin moin Leute, mein Name ist Refaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen Commentary bzw. Infovideo rund um Skill Special Force 2 und auch so ein bisschen, was ich so aktuell gerade in diesem Game mache. Im Hintergrund seht ihr ein kleines Gameplay von mir. Gespielt wurde es mit der Galil. Das ist die nächste Waffe, die ich gerne reviewen möchte und ich hatte sie bis jetzt noch nicht gespielt. Ich bin auf Peacehawk unterwegs und ihr merkt direkt am Anfang, alter Verwalter, geht die Waffe ab. Das hat mich echt gewundert. Aber darum geht es nicht nur, sondern auch darum, was ich hier gerade aktuell mache. Ich möchte euch gerne ein bisschen fragen, okay, was wollt ihr sehen? Welche Waffen soll ich zuerst machen? Was würde eventuell Sinn machen zu bringen? Und darum geht es eigentlich in diesem Video und auch so ein bisschen um grundsätzlich Shooter und warum ich aktuell eigentlich wieder Bock drauf habe. Ja, wie gesagt, Peacehawk ist die Karte. Habe ich noch nicht im Team Deathmatch-Modus gespielt. Ich kannte sie persönlich nur aus Plant the Bomb oder wie es auch immer bei Skill jetzt heißt. Und ihr wisst ja, dass sie nach und nach immer wieder so ein paar Karten dann auch für andere Spielmodi freischalten oder ehemalige VIP-Karten dann auch für Free-to-Play-Spieler in Anführungsstrichen freigeben. Und deswegen Peacehawk war für mich komplett neu. Deswegen laufe ich am Anfang auch so ein bisschen verplant durch die Gegend, weil ich noch nicht so genau die Laufwege kenne und weiß, wo die Gegner herkommen und ähnliches. Aber Galil, also ich arbeite gerade an einem richtigen Waffen-Review dafür, denn ihr habt gemerkt, die Hofer-Type habe ich jetzt nachgeschossen. Relativ kurzes Video, aber viel mehr hatte ich dazu nicht zu sagen. Die Galil hatte ich mir damals, als ich das Review dazu machen wollte, zwar gekauft, aber bis jetzt noch nie gespielt. Und es wird ein richtiges Review dazu kommen, aber meine Fresse ist das eine Waffe. Also es hat mich echt gewundert. Das gefällt mir bis jetzt richtig, richtig gut, aber ich muss sagen, am Anfang des Gameplays ging die richtig ab. Dann habe ich wahrscheinlich wieder so ein bisschen zu viel nachgedacht, nicht genau. Oder einfach nur geschaut, okay, wo laufe ich lang, wo kommen die Gegner, habe ein bisschen langsamer reagiert und deswegen ist meine KD hier dann auch ein bisschen runtergegangen. Nichtsdestotrotz, ich habe eine 2-0er KD, was für mich einfach Bombe ist, also viel mehr erwarte ich gar nicht. Und die Waffe, Sturmgewehr, also richtig, richtig cool bis jetzt. Ich bin gespannt, wie es mir gefällt, wenn ich jetzt mehrere Games damit gemacht habe, wenn ich ein bisschen mehr was ausprobiert habe. Aber Ersteindruck würde ich mal fast sagen. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit für eine Top-10-Liste. Denn es sind einige Waffen rausgekommen. Und unter meinem Hovertype 89 Review haben mir einige Abonnenten auch geschrieben, zu meinen, dass sie es cool finden, dass ich sowas wieder mache. Das freut mich. Ich sage ja immer wieder, wenn ich Bock drauf habe, dann setze ich mich auch hin und spiele die Spiele ja aktiv und dann gebe ich auch meine Meinung dazu. Ich betone aber auch immer wieder gerne, ich bin jetzt nicht der Mann vom Fach. Das heißt nicht, ich gehe nicht hin und sage euch, ey Leute, ich bin der Pro-Spieler, ich spiele Skill im ESL und das ist diese Waffe geil, weil genau so ist es, sondern das ist immer so mein Eindruck. Ich sage euch, wie von mir so als Mid-Casual-Spieler, sage ich mal, der Eindruck von so einer Waffe ist und gebe euch einfach nur meine Empfehlung, ob ich euch die Waffe empfehlen würde oder nicht. Deswegen bin ich auch immer sehr auf eure Kommentare und Meinungen angewiesen, denn ich weiß, dass ich viele Abonnenten habe, die Skill sehr, sehr aktiv spielen, die bestimmt auch viel mehr Ahnung von den Waffen als ich habe und oder haben. Und deswegen finde ich auch cool, wenn sie halt ihre Kommentare da lassen und mich zum Teil ein bisschen berichtigen, zum Teil aber auch sagen, hey, ich finde die Waffe gut, weil bla bla, oder ich finde die Waffe nicht so gut, obwohl du gesagt hast, sie ist gut, weil bla bla. Ja, und es liegen noch einige Waffen vor mir. Das hat mir auch ein Abonnent gestern unter den Kommentaren geschrieben. Und das stimmt, ich habe viele Waffen noch nicht reviewed. Ich habe viele Waffen aber bereits reviewed, die auf YouTube aktuell nicht mehr live sind. Da gab es ein paar Probleme mit den Videos. Ich glaube aber nicht, dass ich die alten Videos einfach hochladen werde, sondern wenn ich dann mit den neuen Waffen durch bin, werde ich eventuell die alten Waffen dann nochmal rauskramen, wo mir halt die Reviews dann fehlen, und diese einfach mal neu machen. Grundsätzlich macht mir Skill gerade sehr viel Spaß, auch wenn ich hier und da manchmal denke, okay, gerade Skill oder doch Metal Gear Solid Online oder doch FIFA 16. Das Problem ist, dass ich gerade relativ viel FIFA 16 spiele und das macht mir auch Spaß, aber davon zeige ich nichts auf meinem Channel, weil es irgendwie einfach nicht passt und ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht ständig Bock habe, damit aufzunehmen, oder wenn ich aufnehme, dann würde ich es nachsprechen. Das finde ich ist bei FIFA halt so ein bisschen, ja, fehl am Platz, passt nicht so wirklich. Aber gut, kommen wir zu den Fragen. Natürlich habe ich Fragen an euch. Welche Waffen-Reviews wünscht ihr euch demnächst? Denn es gibt eine Sniper. Ich habe gerade nicht alle im Kopf, die schon rausgekommen sind, seitdem ich mein letztes Waffen-Review gemacht habe. Die Galil wird die nächste Waffe sein, die ich reviewe. Danach, glaube ich, gibt es halt eine Sniper, die ich noch nicht reviewed habe. Ihr wisst aber, wie gut ich im Snipern bin. Und auch einige Fragen können wir dir Gameplays einsenden. Das ist so eine Sache. Also grundsätzlich habe ich kein Problem damit. Ich nutze aber lieber bei diesen Waffen-Reviews und auch bei solchen Videos lieber meine Gameplays. Warum? Weil es ja immer darum geht, dass ich meine Meinung zu einer Waffe sage. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, hey, keine Ahnung, für mich als Mitspieler und nicht so Sniper-Spieler,
ist die Waffe nicht, weil Ladegeschwindigkeit zu langsam, ich kann nicht genau zielen oder whatever. Und ihr seht im Hintergrund ein Gameplay, wo ein Headshot nach dem anderen auftaucht und der Typ richtig abgeht. Ja, dann merkt ihr, dass ich es nicht bin und ich finde, das passt dann einfach nicht zum Kontext. Deswegen, sollte ich jemals Gameplays tatsächlich benötigen für ein Waffenreview, werde ich aktiv auf euch zugehen und sagen, hey Leute, wenn ihr Skills spielt, dann schickt mir mal einen guten, coolen Gameplay mit dieser Waffe und dann können wir darüber auf jeden Fall sprechen. Dann, wie eben gerade schon gesagt, boah, ich habe gerade einen Frosch im Hals, sorry. Denke ich gerade darüber nach, eine neue Top 10 zu machen. Ich habe schon zwei Top 10 Waffen in Skill Special Force 2 gemacht. Die erste war relativ früh am Anfang, dann kamen ja einige Waffen raus und ich habe mir gedacht, okay, es sind ein paar neue Waffen dabei, die mir sehr gut gefallen. Also mache ich jetzt einfach mal eine neue und jetzt sind wieder sehr viele Waffen raus. Das heißt, ich gucke sie mir jetzt an und würde sehr wahrscheinlich, wenn alles so gut funktioniert, so gegen Anfang November eine neue Top 10 Liste machen. Und dann habe ich in letzter Zeit auch relativ oft die Anfrage, wie sieht es aus mit Pistolen-Reviews oder ähnliches. Und ganz ehrlich, Leute, was soll ich bei einer Pistole reviewen? Zum einen ist Skill 1 dieser Spiele, wo ich die Pistole so gut wie nie raushole. Ich weiß nicht warum, das habe ich mir hier nicht angewöhnt. Bei Warface zum Beispiel ist das anders, da hole ich die Pistole relativ oft raus, bevor ich nachlade. Bei Skill sind die Waffen, die ich nutze, meistens so schnell im Nachladen, dass ich eben die Pistole gar nicht raushole. Es ist sehr, sehr selten. Und aus dem Grund habe ich auch keine fundierte Meinung zu Pistolen. Ich habe auch die VIP-goldene Pistolen. Die sieht in meinen Gameplays aber so gut wie nie, weil ich sie eben nie raushole. Ich glaube, als Sniper-Spieler ist das ein bisschen was anderes. Da holt man bestimmt die Pistole ein bisschen öfters raus, wenn man halt doch in den Nahkampf gezwungen wird oder ähnliches. Aber für mich ist das so eine Sache, hole ich nicht raus, deswegen extra Review nur für die Pistolen zu machen, finde ich nicht, persönlich nicht sinnvoll. Was ich mir aber durchaus vorstellen kann, ist, dass ich alle Pistolen nochmal anspielen werde, zu allen Pistolen ein paar Gameplays aufnehmen werde. Vielleicht mache ich sogar so Pistol-only ein paar Matches und das mache ich vielleicht sogar im Livestream mit euch, das weiß ich aber noch nicht, muss noch schauen, wie ich zeitlich dazu komme. Und dann macht das vielleicht Sinn, dann halt so eine Liste zu machen, damit ihr wisst, okay, welche Pistole ist cool, welche gefällt mir, welche nicht. So, das soll es gewesen sein. Wie gewohnt findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu Skill Special Force 2, wenn ihr Bock habt, das Spiel zu spielen und es noch nicht kennt. Und ich freue mich auf eure Kommentare und Meinungen und hoffe natürlich, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao. Ich bin da mal raus.